Wenn ihr wissen wollt, wie man mit der DJI Mavic Mini die White Balance, die Farbtemperatur manuell einstellen kann, das kann man nämlich jetzt, dann bleibt dran und schaut euch den kurzen Quick-Tipp an. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Heute gibt es ein kleines News-Alert sozusagen, einen Quick-Tipp mit der DJI Mavic Mini. Seit wenigen Tagen kann man die White Balance, die Farbtemperatur, auch manuell einstellen. Das haben wir uns ja alle gewünscht, dass das nicht automatisch geschieht. Und wie das hier geht, das zeige ich euch gleich im kommenden Vlog. Dazu mache ich die jetzt erstmal startklar und gehe dann in die Bildschirmaufnahme vom iPhone rein. Wichtig ist, dass ihr die neueste Firmware drauf habt und die neueste App-Version. Also updaten, Firmware drauf und dann in die App rein und dann sehen wir uns gleich in der App und dann zeige ich euch auch mal ein kleines Beispiel bei automatischer White Balance und bei manueller White Balance in einem kalten Bereich und in einem warmen Bereich. Bis gleich. Ich baue schon die Bildschirmaufnahme vom iPhone. Rutschen das mal ein bisschen noch zurecht. So, starten die DJI Fly App und dann zeige ich euch erstmal, wo das geht. Ja, da ist es sogar schon flugbereit. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wo das geht. Und zwar, wenn ihr oben rechts diese drei Punkte seht, dann könnt ihr hier in den Einstellungen bei Kamera ein bisschen runterscrollen. Erweiterte Aufnahmeeinstellungen. Und hier könnt ihr jetzt, hier seht ihr einmal den Weißabgleich auf Auto stehen und einmal auf manuell. Und dann könnt ihr hier unten die Kelvinzahl verändern. Ihr seht dann schon links, ist noch so ein bisschen, an dem blauen Himmel kann man es vielleicht gut erkennen. Wenn ich jetzt ins Kalte gehe, dann wird es richtig blau. Und wenn ich ins Warme gehe, dann wird es richtig, ja, wird es dann halt ein bisschen wärmer und gelblich. So, 5000 war die Mitte. Lassen wir mal drin stehen. Und wir gehen mal wieder auf Auto. So, und dann fliegen wir jetzt einfach mal eine Runde, erstmal mit Auto Richtung Mülheim-Kärlich runter zur Kirche und dann genau dieselbe Geschichte, einmal im kalten Bereich und einmal im warmen Bereich. Und dann würde ich sagen, dann haben wir es auch und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Dann war das ein kleiner Quick-Tipp. So, dann starten wir das Teil mal. Wir lassen alles auf Auto stehen. So. Da ist das Teil auch schon in der Luft. Bringen wir es mal ein bisschen hoch. So. Und fliegen jetzt einmal Richtung runter zur Kirche. So, ich richte das mal aus. Und fliegen jetzt 300 Meter in die Richtung. Mal mit der Auto White Balance. Und machen mal. Ich blende dann auch mal von der Bildschirmaufnahme aufs Original-Footage. Denke mal, ja, ich würde sogar sagen, das reicht, wenn ich 200 Meter fliege. So. Und stelle jetzt in den erweiterten Einstellungen mal den Weißabgleich auf manuell und ziehe mal das auf 3500 runter, damit so ein bisschen übertrieben wird. Fliege denselben Weg zurück und blende euch auch das Original-Footage ein. So. Da sind wir gleich wieder über mir. Da könnt ihr sehen, das ist also, kann also durchaus Sinn machen, sowas vielleicht auch mal im Winter oder wenn man halt jetzt eine spezielle Stimmung erzeugen will, manuell einzuschalten. Jetzt gehen wir wieder in die Einstellung. Jetzt packe ich es mal auf 7500, also in den warmen Bereich. Dann seht ihr, wir kommen fast schon in so eine Golden Hour Stimmung rein. Dann fliege ich nochmal in die Richtung, die 200 Meter, damit ihr auch einen guten Vergleich habt. Und ja, also das kann durchaus Sinn machen, wenn man zum Beispiel jetzt hier gerade Mittag will, vielleicht so eine bisschen wärmere Stimmung erzeugen. Oder man ist bei Schnee oder spezielle Verhältnisse und möchte dann den Weißabgleich manuell einstellen. Man könnte das natürlich alles in der Post machen, aber das ist doch auch manchmal sehr
nervig, das dann nachträglich noch zu machen. Ja, und dann würde ich mal sagen, stellen wir es mal wieder auf Auto, weil die Automatik macht eigentlich bei solchen Lichtverhältnissen einen ganz guten Job. Und dann fliegen wir wieder zurück. Beziehungsweise ich könnte eigentlich noch ein bisschen für euch fliegen, weil ich habe noch 68% Akku. Würde ich sagen, fliege ich mal für euch noch ein bisschen hier. Vielleicht finden wir hier noch so ein paar blühende Felder. Boah. So ein paar Kirschbäume. Fliegen wir mal hier runter in die Richtung. Und dann mache ich noch ein bisschen Musik und dann hören wir uns gleich nochmal. Sagen, das war vielleicht wirklich mal einen kleinen Quick-Tipp wert. Da kann man richtig schön was verstellen, während die Drohne hier gerade vor mir rumhovert. Nehme ich noch mit der Bildschirmaufnahme auf. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns auf jeden Fall jetzt am Samstag. Weiß ich noch nicht, was für ein Video rauskommt. Ich muss jetzt 4 Tage arbeiten. Wir werden auf jeden Fall die Verlosung machen von dem 3000 Abo Special. Nächste Woche mit der irischen Lady machen wir einen kleinen Livestream Q&A mit Verlosung. Das würde ich sagen, war's. Vielleicht bringe ich am Samstag noch ein Video raus. Das weiß ich aber nicht, ob ich das schaffe, weil ich jetzt vier Tage hintereinander arbeiten muss und das ist in Zeiten der Krise, ich muss mich mal gerade ein bisschen runterholen, ist das wirklich ein wenig kompliziert. Und ja, wie auch immer, wenn es gefallen hat, liken, abonnieren und vielleicht mache ich aus dieser Geschichte so eine Quick-Tipp-Serie, Anafi Mavic Mini, immer so ganz kurz was. Und während ihr im Hintergrund so langsam die Kirschblüte sehen wird, da werde ich auf jeden Fall auch ein schönes Video drüber machen, seid gespannt, würde ich sagen, das war's für heute, macht's gut, haut rein und tschüss!